Clan! Eure Leben sind verwirkt! Kommt her, wenn ihr müsst! In den Schmelztiegel eures Untergangs! Dein Vater ist tot, Gorm! Seine Schuld getilgt! Öffne die Tore und du wirst verschont! Wälz dich in Scheiße, Wolfsmal! Bogenschützen zielen! Raben zeigt keine Gnade! Bogenschützen, Feuer! Das kann nur von innen zerschlagen werden. Alles klar. Also, Proviant ist voll. Da können wir nicht hin. Ist das? Wir gucken nur zu. Ja. Oh, jetzt lass doch los. Ey, sag mal. Also. So, kommt rein, Leute! Odin ist mit uns! Du gehörst Odin! Wer? Was? Wo? Ich glaube, wir sollen hinterher. Hallo? Geh über die Mauer und reiß das Tor nieder. So. So. Kommen wir jetzt hier durch? Na, ja, wahrscheinlich auch. Stehen! Okay. Warte auf eine Gelegenheit!
Wow. Ja. Steht zusammen, lasst keine Räume. Bist du böse? Komm von der anderen Seite. Der Schmeiß. Die Lunge raus. Aua! Von den Seiten! Schnell! Ah, ich hab kein... verdammt! Mist! Da hab ich zu viel gewollt. Gucken, wo ich stehen geblieben bin. Odin ist mit uns. Oh nee. Okay, hier haben wir aufgeräumt. Verdammt! Ich kann nicht kommen sehen. Oh. Alter. Ja, ich habe nicht gesehen. Dann haben wir natürlich schon ordentlich einen verpoolt gehabt. Ja. Fernkampf, das ist meins. Fernkampf. Jetzt bezahlst du!
Scheiße. So, das räumen wir hier erstmal auf, würde ich sagen. Da sind noch welche. Der Schweiß der Schlacht fließt. Na, jetzt. Warum? Schön. So. Okay. Hm? Da war er noch. Abschau. Das überlebst du nicht. Was? Alter! Das dauert nicht lange. So. Aua. Kommen die denn alle her hier? Na, komm hoch. Ja, super. Das ist ja echt doll. So, jetzt öffnen wir hier. So. Schlag dir Schädel ein. Vergieß dir Blut. Ja, ich gehe mal kurz die Truhe plündern, ne? Du bist erledigt. Ah. So, irgendwie reinkommen. So viel Zeit muss sein. So. Diese Steuerung. Und da ist die Kiste. Ach, da komme ich nicht raus. Okay. Und da ist auch noch was. Nahrung sammeln. Ah, Proviant ist voll. Wo, habt ihr inzwischen da schon mal aufgeräumt? Oder muss ich noch mithelfen hier?
zum Ruhm. Na. So, jetzt müsste ich eigentlich. In die Kirche, ja, denn würde ich sagen. Deine blinde Rachsucht macht dich berechenbar. Du wirst nur ein Schatten deines Vaters, Gorm. Schwach und geistlos. Und du wirst diesen Ort nur als Asche im Wind verlassen. Okay. Das ist nicht gut. Wo ist er? Der Feigling Gorm flieht. Sein Vater starb heute zweimal. Yep. Und jetzt hinter ihm her, oder? Ja. Schön fieseste Angriff abgeschlossen. Ja, jetzt müssen wir. Sprich mit Sigurd. Mal gucken, gibt es noch irgendwas? Oh, ich sehe hier ein Buch. 141 Meter. Da wollen wir mal gucken hier. Ah, okay, das ist dann. Ach, da oben, ja, alles klar. Nee. Da haben wir noch. Ja, da ist noch einer. Ach, so ist aufgefüllt mein Leben. Nee, ist okay. Eisenreste. Okay. Eisensternpflege. Boah. Dann wollen wir auch hier mal kurz mit Eivor sprechen. Nicht mit Eivor, mit Sigurd. Der Schlachtatem steigt mir von der Stirn. Die Skalden werden diesen Tag besingen. Der Tag ist unser, doch Gorm ist entkommen. Er floh nach Norden, in König Haralds Reich. Lass dieses geschundene Ferkel fliehen, wohin es will. Sein Vater ist tot, sein Clan zerstreut. Wir herrschen in Rygjafylki. Ein zahnloser Welpe kann zu einem gefährlichen Wolf heranwachsen. Eivor, lass es. Hör zu. Du hast deine Ehre wiederhergestellt. Genieße den Sieg. Und morgen wird gefeiert. Du hast recht, Bruder. Du hast immer recht. Jodam, übermittle die Nachricht unseres Sieges deinem Neffen, dem König. Das habe ich bereits, Sigurd. Er wird höchst erfreut darüber sein und euch einen Ehrenplatz bei seinem Ting in Alrekstadir einräumen. Sag ihm, wir kommen. Von der Schlacht berauscht und Ruhmeslieder singend. Suche die Gesellschaft von Königen
Und bald hast du deine eigene Krone. Wenn die Nornia es so vorsehen. Bleib hier und plündere, was du kannst. Ich überbringe Vater die Neuigkeit unseres Sieges, bevor er zu Haralds Ting aufbricht. Okay, mach das. Ich habe noch ein Buch gesehen, das muss ich noch holen. Mal gucken, was hier noch zu looten gibt. Ich weiß, Sühnen. Ein andermal. Ein andermal. Quest abgeschlossen. Yeah. Oh, und wieder zwei Fertigkeitenpunkte. Weiterrufen. Ja, ist klar. So. Ja, das Buch, das holen wir uns noch schnell. Das machen wir auf jeden Fall. Ich gehe einfach mal davon aus. Das war aber nur hoch, straight hochklettern müssen. Wahrscheinlich führt er auch einen Weg hin. Aber das wäre ja zu einfach, mal auf die Karte zu gucken, ob da ein Weg hinführt. Weil das könnte ja jeder. Außerdem klettern wir doch so gerne. Scheiße, wenn ich oben bin, muss ich in die Hälfte wieder runterklettern. Einmal kurz auf die Karte. Da sind wir. Dann könnten wir natürlich hier dann so zurück. Ja, das machen wir. Oh, der Wasserfall, ja. Mega. Tiefer, ja, alles klar. Da, mega gut. Ich kletter mal Richtung Wasserfall, sagte ich. Vielleicht noch einen Eingang in die Höhle oder irgendwie sowas finde, oder vielleicht ist das Buch da auch hinter. Man weiß ja nie. Eigentlich müsste ich schon wieder tiefer. Ich sehe es gar nicht mehr. Und der Weg nach oben ist noch enorm.
Ich dachte, da wäre ein Eingang. Sah es so aus. So, schauen wir uns mal hier oben rum. Oh, das sieht nach Ende der Welt aus. Gebiet ist nicht verfügbar. Na ja, super. Ja, hier wird es irgendwo einen Eingang geben. Die Frage ist, wo? Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Hier sehe ich gerade keinen Eingang. Wahrscheinlich irgendwo. Da ist er. Ich hab ihn. Doch da, wo ich gedacht habe. Verdammt. Nee, Richtung Wasserfall und dann bitte runter. Noch tiefer, noch tiefer. Ja, kannst du denn noch? Ah, dann geh runter. Runter, 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 runter. Nichts sehen. Da ist er. Juhu, ein Buch. Buch des Wissens. Neue Fähigkeit. Genau. Da gucken wir. Die gucken wir uns auf jeden Fall nochmal an. Fähigkeiten. Okay.
Helheim Seezorn. Ein Tobsuchtsanfall schmetterst du deinen Gegner zu Boden, so wie du abwechselnd Q das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Okay, dann packen wir mal die 2. Jawohl, so liebe Freunde, ich würde sagen, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein bei Assassin's Creed Valhalla. Bis dahin.